Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Heute in der Missouri, dem US-Schlachtschiff Tier 9, gefahren von Major 12. Die Missouri, tja, sie kostet 750.000 Free XP. Wer sich angucken will, wie das Schiff geskillt ist und der Kapitän geskillt ist, jetzt hier einfach auf die Pause-Taste drücken. Ist ein 14er Kapitän drauf. Und hier haben wir das Matchmaking. Ja, mit einer Montana zusammen, mit einer Tirpitz, zwei Bismarck, einer Neptun, New Orleans und auf der Gegenseite, was haben wir denn dafür? Ja, großen Kurfürst, Missouri, Tirpitz, Neptun, Run, Mogami, Chapayev, Khabarovsk, eine Z-23, eine Lo Yang und bei uns an Zerstörern Shimakaze, Fletcher und Ognevoy. Tja, wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier die Karte Schleife so bietet. Relativ gesehen Deckung, naja, gibt es andere Karten, die das deutlich besser haben, aber okay. Ist wie es ist. Also durch den Tarnungsmeister geht jetzt die Missouri hier bei 12,2 Kilometer auf. Das ist ja schon mal gut. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das hier sortiert. Wir sind ja nun mal in der Mitte und müssen einfach wirklich mal schauen, was bewegt sich jetzt hier wohin. Also unsere Kreuzer, die zieht es hier offensichtlich irgendwie so ein bisschen Richtung A. Jedenfalls die beiden vor uns hier. Und man kann auf der Map auch ganz gut erkennen, dass jetzt also auf C läuft auch die Shimakaze Richtung Cap, begleitet von der Neptun. Ja, und die beiden Schlachtschiffe hier rechtsseitig von uns auf der Minimap kann man sehr gut sehen, die kippen jetzt auch in Richtung B und A. Also das macht keinen Sinn, da eine Shima und eine Neptun ohne Schlachtschiffunterstützung auf ein Cap zulaufen zu lassen. Und wenn wir dann die Einzigen sind, die das so sehen, ja, dann ist das eben so, sind wir die Einzigen. Aber vielleicht bewegt das ja die Montana oder die Bismarck auch noch dazu, hier mit einzudrehen und auch C mit zu verstärken. So, man sieht eben auch schon auf A und B wird also auch schon seitens der Gegner gecapped. Also sieht C gar nicht schlecht aus, aber die Tirpitz, sie ist da auch schon unterwegs. Ja, wollen wir mal schauen. Sind zwar 22 Kilometer, aber wir kommen eben 23,4 Kilometer weit, was nicht heißt, dass man jetzt unbedingt hier auf Max Range wirken soll. Oh, eine Chapayev. Ja, das ist natürlich ein durchaus lohnenswertes Ziel, weil die Chapa, zum einen ist sie, was die Brandwahrscheinlichkeit angeht, immer relativ böse mit dabei. Und vor allen Dingen auch durch dieses Long Range Radar, ja, und vielleicht hat es da auch gerade schon die Ognevoy deswegen zerrissen, oder weil die Lo Yang auch Radar haben kann, ja, das ist natürlich jetzt unglücklich, aber wie gesagt, so eine Chapayev mit dem Radar, das ist immer eins der ersten Ziele, wenn man sie dann kriegen kann. So, Bergsymbol ist aus, da gehen wir doch gleich mal volle Ladung rüber. Also wenn man den kriegen kann, dann ist schon viel geholfen. Aber ist natürlich bei 17 Kilometer, ja, das war ja nun auch nicht wirklich was. So, mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Also ist natürlich alles jetzt irgendwie, na, auf der Minimap kann man sehen, uns scheint doch ein Schlachtschiff noch zu folgen. Das ist schon mal gut. So, unsere Shima konnte C zusammen mit der Neptun einnehmen, das ist auch sehr gut. So, da kommt eine Tirpitz, die ist recht breitseitig. Ist auf jeden Fall schöner als die Chapayev im Moment. Oh, wollen wir mal gucken. Oh, sieht doch nicht schlecht aus. Oh, gut, okay, 4,5. Erstmal ein bisschen warm schießen. So, wollen wir mal schauen. Noch eine Tirpitz. Jetzt haben wir hier drei Tirpitz und diese Chapayev. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Also dann können wir hoffen, auf der Minimap kann man es ja sehen, die beiden Schlachtschiffe hinter uns, dass die jetzt auch wirklich kommen. So, Chapayev, jetzt ist er relativ breitseitig. Und auch nicht mehr so weit weg. Ah, wollen wir mal gucken. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Jo, und da gibt es nochmal zwei auf die Zitadelle. Und
Raus ist er. Sehr schön. So, ja, nun haben wir die Insel hier. Jetzt haben wir uns so ein bisschen in ein Problem reinmanövriert, denn diese Tirpitz hier, die drückt Richtung C, was bedeutet, ihre Torpedos drückt sie dann gleich mit. Also da können wir natürlich jetzt nicht wirklich nah ran. Also müssen wir jetzt für einen Moment hier Breitseite zeigen und ausweichen. Das geht leider nicht anders. Jo, die 17.000, die nehmen wir aber gerne mit. So, wollen wir schauen. Wenn wir dafür nur 6, 9 geben, ist das ein guter Tausch. So, und die Entfernung da, 13 Kilometer, das ist ja auch noch gut. Aber hier 8 Kilometer, so, da laufen Torpedos, ja. Gut, hat er wohl auch was von mitnehmen müssen. Mal schauen, ob wir da vielleicht jetzt ihr mal hier so von vorne einen geben können und ihn dazu verleiten, dann doch mal von uns abzulassen hier. So, reparieren müssen wir auch. Weil inzwischen ist von uns ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. 35.000 haben wir noch. Dafür, dass wir mal mit 78 gestartet sind. Aber ist natürlich auch da, wenn man es wieder auf der Minimap sehen kann, unsere beiden verbündeten Schlachtschiffe, die verstecken sich da richtig schön hinter dieser Insel. Statt auch mal jetzt ein bisschen nach vorne zu kommen und den Gegendruck zu erhöhen, bleibt das hier alles an uns hängen und wir müssen natürlich, ja, da sind auch noch zwei Zerstörer, wir müssen einfach damit leben, dass das jetzt so ist. Okay, so, Tirpitz ist raus, da hinten sind noch zwei andere und der große Kurfürst ist da auch, so, an die beiden kommen wir nicht ran, so, großer Kurfürst, der dreht ein, der kriegt jetzt auch erstmal eine kleine Salve. So, wollen wir mal gucken. Ja, dreht noch weiter ein. Sehr schön. Und... ja, ein Abpraller. So, vorne ist auch soweit. Bergsymbol. Na komm, geh aus. Geh aus. Ja, jetzt. Und jetzt sofort raus. Ja, und trotzdem bleibt da die Hälfte hängen. Naja, drei gehen durch. Okay. Dann lassen wir die dreimal ihre Arbeit tun. Und ja, da gibt es einen auf die Zitadelle. So darf das doch gerne sein. Sehr schön. So, und unsere Bismarck und Montana, die stehen immer noch hier hinten. Wir konnten jetzt einmal hier schön der Karte nach eine Schleife drehen. Und können jetzt dann gleich nochmal reparieren. Ist auch gleich wieder soweit. Das ist auch sehr schön. Können wir uns noch mal ein Momentchen aufsparen. Erstmal jetzt hier auf die Rune absetzen. Und jetzt wird repariert. So, die Rune. Na. Naja, gut, okay. 5,8. Dafür, dass es von vorne drauf war, ist das schon okay. So, wie sieht es denn insgesamt aus? Ja, wir haben drei Schiffe verloren. Die anderen haben drei Schiffe verloren. Wir sind ganz gut in Front, aber C wird gerade gecapped, das ist natürlich nicht so schön. Verlieren wir also jetzt hier unser zweites Cap. Aber, na gut, noch sieht das ganz ordentlich aus. So, und jetzt haben hier Bismarck und Montana die ganze Zeit gestanden und jetzt kriegen sie hier ordentlich Torps um die Ohren. Ja. So, gibt es noch einen auf die Tirpitz. Und, na, wie sieht's aus? Naja, gut. 4,5. Nehmen wir mal mit. So, dann werden wir jetzt hier zusammen mit unseren beiden Schlachtschiffen mal wieder Richtung C drücken. So, da können wir der Tirpitz vielleicht nochmal einen mitgeben. Jo, und mal sehen. Und da ist auch der große Kurfürst und eine Mogami. So, jetzt werden wir Radar zünden. Das ist nämlich das Schöne an der Missouri. Wir haben ein Radar und jetzt haben wir hier die Z-23 und da auch die Luoyang. So, gleich als Ziel ansagen und gleich ist es soweit, dann können wir mit den vorderen Geschützen auf die Luoyang wirken. So, da geht die Salve raus. Och nö, 13,50. Kann doch nicht wahr sein. So,
Und gleich nochmal auch mit den hinteren. Ja, ist natürlich klar. Jetzt kriegen wir hier auch noch Torpedos ab. Logisch. Ja, und Steuergetriebe beschädigt. Oh. Ja, Critical Flooding. Das Problem ist, wir sind jetzt hier sehr nah an der Geschichte dran. Und ja, jetzt sind wir natürlich auch schon angesteckt. So, jetzt müssen wir logischerweise dann auch reparieren. Und auch gleich hochheilen. Sind noch 11.000. Oje. Ja, wollen wir mal gucken. So, die Rune. Da können wir auch nochmal einen drauf absetzen, bevor der da verschwindet. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier wieder ein Stückchen Land gewinnen. Gerade eben einmal kurz vorgedrückt. Und schon gibt es was von der Seite wieder. Ist natürlich klar. So, jetzt müssen wir also unseren Verbündeten, die Montana, da alleine cappen lassen. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Im Moment bieten wir uns hier als Ziel auch an. Vielleicht schafft er das da durchzukappen, wer weiß. So, wollen wir mal gucken. Jo, 13.000 auf dem Kurfürst. Gleich nochmal hinterher. So, und unsere Shimakaze hier vorne, der müsste jetzt auch mal beim Cappen unterstützen. Jo, sehr schön. Nochmal 4.8. Tja, und wir müssen jetzt wieder sehen, dass wir uns hier so manövrierten, dass wir keine volle Salve einfangen können, denn dann ist das Thema durch. Also es sind nur noch knappe 9.000, die wir jetzt hier haben. Und da ist der große Kurfürst und die Missouri ist auch da und eine Tirpitz ist da gerade noch zu sehen gewesen. Oh. So, ja, großer Kurfürst. So, nee, das war nix. So, die Rune da auf 20 Kilometer. Oh, jetzt gibt es da nochmal einen von der Seite. So, jetzt sind wir auf 5.000 runter. Also schnell das letzte Mal hochheilen nutzen. Und wie sieht es denn insgesamt jetzt aus? Also, okay, wir sind immer noch in Front. Wir sind noch zu sechst, die anderen noch zu fünft. Also, Rune hinten breitseitig, auch wenn es weit entfernt ist. Einfach versuchen. Wenn der letzte Kreuzer raus ist bei denen, dann haben wir schon mal einen guten Vorteil. So, und jetzt hier die Missouri. Da müssen wir jetzt wirklich sehen, dass wir da immer schön angewinkelt fahren. Ja, und ja, sonst gibt es nämlich einen. Und schon gab es wieder einen. So, jetzt sind wir wieder auf 7,6 runter. Und wir können natürlich jetzt nicht mehr hochheilen. Also mit diesen 7.600 müssen wir jetzt wirklich haushalten. So, da gibt es dann 9 auf die Missouri und nochmal 2,7 hinterher. Und dann ist der auch nur noch auf 8. Kann man nur hoffen, dass jetzt da unsere Shima mal vernünftige Torp setzt. Oder unsere Montana den einfach mal mit rausnimmt. So, wir haben auch nachgeladen. Dann können wir auch nochmal von der Seite da drauf gehen. So, Z23 ist weit weg. Die Tirpitz ist richtig weit weg. Ah, jetzt dreht er sich da rein. Ah, geht alles daneben. So, Kurfürst drückt auch wieder nach. Die Rune auch hinten dran. Oh, und die Torpedos gehen alle daneben. So, wollen wir mal schauen. Hier über die Insel. Inselsymbol, ist egal. Da kommt vielleicht wieder was durch. Oh, eine Murmel geht da durch. Naja, egal. Oh, und jetzt ist die Montana raus. Ja, das ist natürlich... So, Shima. Dann können wir jetzt nur hoffen, dass die Shima da keinen Mist macht. Weil wir sind jetzt schon hinten. Wir sind nur noch zu viert. Die anderen sind immer noch 5. So, und die Shimakaze geht da sehr nah ran. Ja, okay, jetzt hat er die Missouri rausgenommen. Und jetzt muss er sehen, dass er da vom Kurfürsten wegkommt. Denn der Kurfürst hat natürlich auch eine Secondary, die wirklich richtig böse ist. Oh Mann, Shima, das sah schon gar nicht gut aus. Und die Secondary arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und da ist unsere Shima raus. Das ist natürlich jetzt... So, jetzt haben wir 2 Caps verloren. Also wir sind jetzt nur noch mit A in Gang. So, unsere Fletcher hat jetzt diese Z23 rausgenommen. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir sind immer noch hinten. Nur unsere Fletcher kann jetzt hier B cappen. So, und die Frage ist, wo fahren wir hin mit unseren 7.600? Also wir werden jetzt auch mal Richtung B fahren. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir recht gut mit unserem Tarnwert
arbeiten können. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder mal in den Videos sage. Ich finde auch bei Schlachtschiffen den Tarnungsmeister durchaus sinnvoll. Weil ansonsten wären wir jetzt schon längst auf. So, jetzt können wir natürlich hier warten, bis der große Kurfürst so in Reichweite kommt, dass wir ihm richtig gut einen verpassen können und er vielleicht gar nicht zurückschießen kann. So, jetzt muss der auch ein bisschen eindrehen, weil die Insel kommt ja vor ihm, sieht man auf der Minimap sehr gut. So, und jetzt haben wir ihn uns eigentlich ganz gut zurechtgelegt und können einfach mal sehen. So, volle Breitseite Richtung großer Kurfürst und gleich abdrehen. Na, guck mal, da haben wir ihm 26.000 abgenommen. Und drehen, 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 drehen. Jo, und seine Salve geht komplett in Bach. So, und da zeigt sich die Rune auch. Und schießt auch ein bisschen mit. Und das ist natürlich jetzt sehr schön. Komm, so, da können wir mit den hinteren Türmen auf jeden Fall schon mal wirken. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir vorne auch nochmal was rausbekommen. Ja, das war jetzt ein Treffer. So, unsere Fletcher fährt jetzt hier rum. Ja, das ist natürlich gut. Und im Chat German Power, ja, ist klar. Nichts gegen German Power, keine Frage. Jetzt ist die Frage, was machen diese beiden? Wir sind immer noch hinten. Wir sind nur noch zu zweit, weil jetzt gerade unsere Bismarck von der Tirpitz rausgenommen worden ist. So, also, ja, die werden uns natürlich hier jetzt erwarten. Also werden die Waffen auch hierhin ausrichten und warten, dass wir hier kommen. So, reicht das mit der Insel noch? Das reicht. Also, wir werden jetzt einfach mal einen U-Turn fahren. Das heißt also wirklich einmal komplett rum, Waffen rum auf die andere Seite und wieder entgegen Richtung C. Vielleicht bringt uns das diesen entscheidenden Vorteil, dass man wirklich einfach sagen muss, okay, bevor der die Waffen gedreht hat und seine Salve raus ist, können wir wieder abdrehen. Weil wir müssen ja jetzt sehen, dass wir auf gar keinen Fall von dieser Rune angesteckt werden. Das könnten wir noch einmal löschen, das wäre alles okay. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall eine volle Salve hier vom Kurfürsten kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen. So, Waffen sind rum, dass wir ihm jetzt ordentlich einen verpassen und dann auch gleich wieder abdrehen. Also, Kurfürst. So, Salve ist raus. Jetzt sind wir entdeckt und man sieht auch, wo er seine Waffen hingerichtet hat. Der rechnet nicht damit, dass wir jetzt hier sind. So, jetzt kommt nur hinten einen auf die Zitadelle und der Kurfürst ist raus. So, jetzt können wir dem hier ausweichen. Jo, das geht wunderbar daneben. Sehr schön. So. Ja, jetzt hat natürlich aber auch die Runen unsere Fletcher rausgenommen und jetzt sind wir hier alleine. Aber okay, wir wissen natürlich jetzt, wo diese Runen ist. So, jetzt sind wir entdeckt. Das ist natürlich sehr schön, weil genau da ist die Runen. So, schnell noch einmal anvisieren und jetzt geht die Salve raus, auch wenn der weg ist. Der kann sich ja nicht in Luft auflösen. So, wollen wir schauen. Und da ist die Rune raus. Sehr gut. So, und seine Salve. Nee, das war nix. So, das heißt jetzt für uns, wir können hier jetzt ganz entspannt einmal Richtung C fahren und müssen jetzt bloß sehen, dass wir nicht mehr gesehen werden. Ich habe keine Ahnung, wie voll diese Tirpitz da noch ist, die drüben auf A ist. Aber jetzt sind wir hier vorne und zwar mit 170 Punkten, fast 180 Punkten. Wir haben zwei Caps, das heißt, wir machen im Moment mehr Punkte als die anderen. Es sind noch 1,40 zu spielen. Also selbst wenn, ja, und ist natürlich klar, der cappt jetzt A, aber bis der A gecappt hat, dauert es jetzt noch mal eine Minute. Das heißt also, das sind dann noch 30 Sekunden. Und in 30 Sekunden können die diesen Punktevorsprung nicht mehr aufholen. Das heißt, unsere Aufgabe besteht jetzt eigentlich nur noch darin, nicht mehr aufzugehen, nicht mehr gesehen zu werden und auch da
Man sieht es ja auf der Minimap, 12,2 Kilometer. Also selbst wenn jetzt diese Tirpitz fliegen könnte und Richtung B fliegt, würde der uns nicht sehen. Also insofern perfekt, jetzt mit Tarnungsmeister hier unterwegs sein zu können. Es hat eben gerade auch schon richtig dazu geführt, dass wir uns perfekt positionieren konnten. Und jo, wunderbar. So, drei Schiffe sind versenkt worden von uns. Und die letzten paar Sekunden ticken jetzt noch runter. So, jetzt hat der Gegner A und C. Wir sind aber schon bei 925. Und es tickt jetzt weiter hoch. Wir haben ja noch B. Ja, und die anderen, die können einfach diesen Vorsprung jetzt in den letzten paar Sekunden nicht mehr aufholen. Und dieses Spiel ist dann noch mit Mühe und Not gewonnen. Und die letzten 7200, die haben wir tatsächlich noch ins Ziel gerettet, unsere HP. Letzten, ja, fast 10 Minuten damit ausgekommen. So, und nun ist es hier vorbei. Und dieses Spiel ist gelaufen und es ist ein Sieg geworden. 178.151 Schaden bei 4 Zitadellentreffern, bei 53 Zieltreffern und bei 3 zerstörten Schiffen. Das hat uns den Dreadnought eingebracht, ist natürlich klar, so oft wie wir hier hochheilen mussten. Der vernichtende Schlag auf die Tschapajew war dabei. Ja, so darf das gerne sein. So zeigt die Missouri, was sie drauf hat. In der Teamwertung sind wir dadurch auch mit 2035 Basiserfahrung auf 1 gekommen. Bei 3 zerstörten Schiffen. Unser Montana hat auch 3 rausgenommen. Ja, wir haben dem Kurfürsten über 90.000 abgenommen. Der Tschapajew 20.000, der Run 15.000. Dann haben wir noch Tirpitz, Missouri, Tirpitz und noch ein paar andere angeschossen. Insgesamt eine klasse Runde, wie ich finde. Wenn euch die Runde auch gefallen hat, gebt ihr noch einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Du kannst es auch gerne bei Facebook teilen. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.